Tore, Tore und noch mehr Tore. Das ist das Motto von dieser Ausgabe der Norden Total. Und die Partie Lübeck gegen den Heider SV hält sich auch genau an dieses Motto. Der Sechste der Gruppe Nord empfängt den Tabellenzehnten. Lübeck braucht dringend 3 Punkte, wenn man es über den Strich in die Aufstiegsrunde schaffen will. Doch zunächst erstmal der Heider SV und Oke Paulsen bringt den mit 0:1 in Führung. Lübecks Torwart Gründemann total sauer. Kein Wunder, wenn die eigene Hintermannschaft Oke Paulsen das so frei im eigenen 16er zum Abschluss kommen lässt. Also, alles andere als ein gelungener Start in diese Partie vom VfB Lübeck. Doch nach 39 Minuten Finn Kleschetzki mit dieser Bogenlampe ins Glück. Der wird noch leicht abgefälscht und Raphael Bartel kann nur noch hinterher gucken. Der Ausgleich, auch der Pausenstand 1:1, also nach 45 Minuten. Und nach 50 Minuten muss Raphael Bartel wieder aufpassen, denn Lübeck kommt und nicht nur Tor 1 war schön, auch Tor 2 ist absolut wunderbar. Samuel Abifadeh, das ist einfach nur genial. Da auf Außen schon Morten Rüdiger mit der wunderbaren Bewegung, schön abgeschirmt der Ball und Abifadeh, der zielt ganz genau. Apropos ganz genau, das gilt auch für diese Reingabe und dann Cemal Cesar 3:1. Der Heider SV gibt die Führung nicht nur aus der Hand, nein, nein, jetzt lassen die sich da hinten auch noch abfertigen. Und Cemal Cesar, der kann das übrigens nicht nur mit dem Kopf, der kann es auch mit dem Fuß und macht das dritte Traumtor an diesem Abend. 4:1 VfB Lübeck und in England sagt man zu dieser Flugkurve Poetry in Motion. Ich sag einfach nur, wow, ist das geil. Und dieser verrückte Fußballabend, der hat noch kein Ende. Einen hat der VfB Lübeck noch im Köcher. 5:1. Vekoslav Taritas. Es fängt an mit dieser wundervollen Grätsche und dem Ballgewinn, den Vekoslav Taritas dann eiskalt vor Bartel verwertet. Und so steht es nach 94 Minuten 5:1 für den VfB Lübeck, der damit weiter hofft auf die Aufstiegsrunde. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.